Beim Y-Kollektiv haben wir einige Filme über sexuelle Freizügigkeit gemacht, über Polyamorie, über Sexpartys. Jetzt geht es mal um sexuell übertragbare Krankheiten. Man kann halt auch einen Tripper kriegen, obwohl man halt ein Kondom benutzt. Es geht um neue und alte Wahrheiten. Das war das Erste, was meine Eltern gesagt haben, du wirst an AIDS sterben. Neue Therapieformen für HIV auf der einen Seite, neu aufflammende Krankheiten auf der anderen. Syphilis ist eine Infektionskrankheit, die eigentlich eine Renaissance erlebt, bedauerlicherweise. Es wird Zeit für ein Update in Sachen HIV und sexuell übertragbare Infektionen, aus dem Englischen kurz STIs. Als ich studiert habe, war ich mal in Malaysia und habe da HIV- und AIDS-Aufklärung gemacht und habe da Studenten gezeigt, wie man sich mit Kondomen schützen kann. Außerdem haben wir damals Sexworkern solche Ekelheftchen verteilt, wo man Bilder sehen kann, wie verschiedene Geschlechtskrankheiten aussehen. Ich dachte also, ich bin auf jeden Fall auf dem Stand und weiß alles, was ich wissen muss. Aber in den letzten paar Jahren hat sich unheimlich viel getan. Ich fahre nach Bochum. Hier steht das Walk in Ruhr, ein Zentrum für sexuelle Gesundheit. Hier ist alles unter einem Dach, Gesundheitsamt, AIDS-Hilfe und direkter Anschluss ans katholische Krankenhaus. Professor Brockmeier leitet das Zentrum. Ja, hier ist so Proktogynraum. Wir machen unglaublich viele proktologische Untersuchungen. Es gibt um die 30 sexuell übertragbaren Infektionen. Hier kennt man sie alle. Einige davon sind Bakterien, andere Viren. Gegen manche der Viralen kann man sich impfen lassen. Ansonsten hilft Safer Sex. Genau. Ja, auch ganz wichtig, dass man guckt, weil die meisten ja glauben, er ist größer, als die Realität entspricht. Oder die anderen glauben, er ist viel zu klein. Ah, dass man, hier kann man dann seinen Penis messen. Genau, seinen Penis messen, um dann halt auch das richtige Kondom zu nähen. Das ist die viel benannte Frau Wach. Hallo, Julia Rehkopf. Wenn sich jemand mit Geschlechtskrankheiten auskennt, dann Janett Wach vom Gesundheitsamt. Zu ihr kommen die Menschen für HIV- und STI-Tests. Und bei recht vielen findet sich auch was. Was wir gerne mal verdrängen, ist bei ihr Tagesgeschäft. Kann man sagen, das ist der große blinde Fleck, den es gibt? Aus meiner Sicht ja. Also es ist ja so, dass bei den Untersuchten hier haben etwa 10% positive Befunde. Ja, also das heißt, eine Chance von 9-1, dass man nichts hat, aber einer von 10 ist eben für eine Infektionskrankheit viel. Das ist eine hohe Zahl und die Erreger können zu Unfruchtbarkeit führen. Das merkt man aber meistens erst viele Jahre später, wenn es nämlich mit dem Kinderwunsch nicht funktioniert. Ein Grund, warum viele junge Menschen zu wenig wissen, die Generation darüber hat zu wenig Ahnung von den aktuellen Infektionen. Ja, also als die Eltern jung waren, da gab es vielleicht dann HIV, ja, das war dann so das Einzige, aber Chlamydien gab es ganz selten, da ist auch vieles noch nicht richtig zu erforscht. Und Tripper, ja, also das hatte vielleicht mal irgendwie ein Seemann, der ins Bordell gegangen war oder so. Ja, also das war einfach eine Seltenheit, genauso wie die Syphilis, die war ja nahezu ausgestorben. Syphilis, Tripper, Chlamydien, diese drei bakteriellen Infektionen verbreiten sich derzeit wieder vermehrt. Janett Wach erklärt mir jetzt mal eine nach der anderen. Chlamydien, was ist das überhaupt? Was ist es denn? Ja, es sind Bakterien, die durch Sex übertragen werden. Die Chlamydien übertragen sich auch durch Schleimhautzellen und Sekrete, also Körperflüssigkeiten, die von einer Hand zu einer anderen Schleimhaut gelangen können. Das heißt, das geht also auch über sowas wie Petting. Und es geht auch durch Oralverkehr. Ja, man kann also diese Erreger auch im Rachen haben. Und die können dann auch durch Oralverkehr aufs Genital übertragen werden. Und sie können auch im Darm angesiedelt sein, indem sie zum Beispiel durch eine Schmierinfektion dahin kommen oder auch durch eindringenden Analverkehr dahin kommen. Das Fiese, bei Chlamydien gibt es oft keine Symptome wie Brennen oder Jucken. Wie sieht es aus mit Tripper, Gonorrhoe? Ja, also das ist eine Infektion, die ist deutlich seltener als die Chlamydien. Denn der Erreger verursacht bei Männern, wenn er in der Harnröhre ist, fast immer, also zu 90%, relativ starke Beschwerden. Sie haben Brennen und Schmerzen, wenn sie zur Toilette gehen. Und es fließt ein eitriger Ausfluss aus der Harnröhre. Also das ist keine von den Krankheiten, die unbemerkt bleibt? Bei Frauen schon. Bei Frauen schon? Bei Frauen kann sie in der Hälfte der Fälle unbemerkt bleiben. Dann, was haben wir noch? Syphilis. Mhm.
Also Syphilis ist eine Infektionskrankheit, die eigentlich eine Renaissance erlebt, bedauerlicherweise muss man sagen. Genau, es gibt diese Geschichten von früher, von Menschen, die irgendwann noch verrückt geworden sind. Ja, genau. Also das ist eine Erkrankung, die geht ins Blut. Oftmals fängt die Erkrankung an mit einem kleinen Hautgeschwür. Wenn das aber zum Beispiel im Inneren der Scheide ist oder auch im Po, zum Beispiel im Analkanal, dann bemerken die Patienten und Patientinnen das gar nicht. Denn das ist schmerzlos und das juckt auch nicht. Sie bringen gerade so sehr viel Information und mein Kopf explodiert gerade. Es gibt den Leuten, die hier sitzen, auch so. Ja, das kann ich mir vorstellen. So genau war mir das alles offensichtlich auch nicht klar. Aber naja, wem passiert das schon wirklich, sich so eine Infektion einzufangen? Das dachte auch Klaus, der hier im Zentrum inzwischen schon häufiger als Patient war und den ich hier zufällig treffe. Du hast Erfahrung mit sexuell übertragbaren Infektionen. Ja. Was für Erfahrungen hast du? Also ich hatte sowohl einen Tripper und Chlamydien. Syphilis wurde bei mir noch nicht wirklich diagnostiziert, aber ich habe die Therapie zweimal schon gemacht, als Partnertherapie. War dir denn die Gefahr bewusst, also dass du ein Risiko hast, dich mit diesen Infektionen zu infizieren? Vor so ein paar Jahren, da war ich halt noch ein bisschen naiver in der Hinsicht, sag ich mal so. Da dachte ich noch, ja, ich benutze ein paar Kondome oder so, das kann auch mal vorkommen, dass man dann denkt, ja, das kann nicht passieren, aber halt diese bakteriellen Infektionen, die lassen sich halt auch trotz Kondomen übertragen. Also das sind ja Schmierinfektionen zum Teil und man kann halt auch einen Tripper kriegen, obwohl man halt ein Kondom benutzt. Mit Antibiotika lassen sich die bakteriellen Infektionen gut heilen, insofern man sie eben entdeckt. Ich habe wirklich Glück, dass Klaus so offen mit mir spricht, denn eigentlich wollte hier keiner der Patienten mit mir über seine Geschlechtskrankheiten reden, was ich auch nachvollziehen kann. Ich denke auch, dass den Leuten das teilweise auch sogar peinlicher ist, zu sagen, ich habe einen Tripper oder ich habe Chlamydien und die HIV-Positiven, die gehen da mittlerweile relativ selbstbewusst mit um und sagen, ja, ich bin HIV-positiv, ihr könnt mich aber auch ruhig anfassen. Und da gibt es viel mehr Kampagnen als bei einem Tripper, bei einer Syphilis. Dass der Umgang mit HIV anders ist, ist nicht selbstverständlich, sondern das Ergebnis jahrzehntelanger Aufklärungsarbeit. In Köln, bei der Aidshilfe NRW, treffe ich Marcel und Oliver. Hi. Hallo, Julia. Hallo, Marcel. Komm mit, wir duzen uns. Ist das okay für euch? Bitte, ja. Die Zahl der HIV-Neuinfektionen ist in Deutschland seit etwa 10 Jahren stabil, bei etwa 3.100 pro Jahr, laut der Deutschen Aidshilfe. Dank der HIV-Therapie ist das alte Motto Kondome schützen inzwischen überholt. Also was sich verändert hat, ist, dass wir halt andere Präventionsmöglichkeiten heute haben. Das heißt, es gibt immer noch das Kondom und das ist auch ein wichtiges Präventionsmittel. Was aber hinzugekommen ist, ist zum Beispiel, dass Menschen mit HIV das Virus nicht weitergeben können, wenn sie gut behandelt sind. Das heißt, man kann auf das Kondom verzichten und sich trotzdem nicht bei ihnen anstecken. Und es gibt mittlerweile die PrEP, das ist so eine Art Pille für HIV-Negative, die man nehmen kann, um sich vor einer HIV-Infektion zu schützen. Marcel ist seit 2009 HIV-positiv. Die Diagnose kam schnell. Heute besteht seine Therapie aus einmal täglich diesem einen Medikament. Kein Vergleich mehr zu den zig Tabletten, die noch vor ein paar Jahren nötig waren. Die sind schon groß, ne? Die sind schon groß, genau. Und die sind tatsächlich, wenn man es jetzt so nimmt, so eine Pille. Und wenn ich dir die jetzt geben würde und du musst sie runterschlucken, hättest du deine Probleme damit wahrscheinlich. Aber wenn du es 6 Jahre lang machst, dann gewöhne ich mich irgendwann dran. Das auch, genau. Dank der Therapie ist Marcels Lebenserwartung nahezu normal. Er sagt, dass er praktisch keine körperlichen Einschränkungen erlebt. Und da seine Virenlast unterhalb der Nachweisgrenze ist, kann er auch keinen anderen Menschen mehr mit HIV infizieren. Dass du HIV-positiv bist, sprichst du das immer offen an? Oder ist das eigentlich nicht nötig, weil du ja dich durch Therapie schützt und andere? Wie gehst du damit um? In der Regel bin ich halt jemand, der sehr offen damit umgeht. So, also es kommt selten vor, dass ich das gar nicht sage. Aber der Zeitpunkt wann ist halt sehr unterschiedlich. Das kommt auf die Person an, wie ich mich fühle, das Setting. Also immer unterschiedlich, ja. Ich frage jetzt einfach ganz direkt. Du hattest schon mal ungeschützten Verkehr mit jemandem, dem du nicht gesagt hast, dass du den Virus hast? Also ich hatte schon mal ungeschützten Verkehr mit jemandem, aber ungeschützt ist vielleicht das falsche Wort.
weil ich natürlich unter der Nachweisgrenze bin und niemanden okay, anstecken kann. Entschuldigung, ich bin ungeschützt, meinte genau, ich, ja, altes ohne Denkmuster Kondom. Ohne genau. Kondom. Genau. Ja, also ich hatte schon mal Sex ohne Kondom mit jemandem, ohne das vorher gesagt zu haben, weil ich halt unter der Nachweisgrenze bin und niemanden infizieren kann und das sozusagen genauso wirkt, wie als wenn ich ein Kondom benutze. In meinem Kopf bedeutet geschützt eben immer noch ausschließlich mit Kondom. So einfach lassen sich alte Bilder eben nicht ersetzen. Also ich habe schon Situationen erlebt, wo Leute, mit denen ich in der Bierlaune an Karneval geknutscht habe, mich anzeigen wollten, weil ich die geküsst habe. Was? So. Ja, ja, also das sind Leute, die halt dann Angst hatten. Dass sie sich durch das Knutschen durch anstecken. Küssen anstecken, genau, was nicht passieren kann. Und ich habe auch Leute erlebt, die keinen Körperkontakt mit mir wollten, weil sie nicht genau wussten, ob das gefährlich ist oder nicht, oder sich unwohl damit gefühlt haben. Also das ist immer noch so, ja. Das sind sogar die häufigsten Fragen. Ja? Ja. Die AIDS-Schreckensbilder der 90er Jahre sind noch weit verbreitet in den Köpfen. Obwohl eine gute HIV-Therapie inzwischen dafür sorgt, dass AIDS gar nicht mehr ausbricht. Marcells Kollege Oliver, der kein HIV hat, kann die Verwirrung aber nachvollziehen. Vielleicht kann ich das so am Beispiel von mir darstellen, wie ich glaube, dass es vielen schwulen Männern heutzutage geht, ja, weil sich ganz viel geändert hat in Bezug auf HIV. Ich habe mich irgendwie mit Anfang 20 geoutet und das war in der Phase, wo es HIV und AIDS schon gab. Darf ich fragen, wie alt du bist? Ja, 42. So, ist auch nicht gelogen. Und wo schwuler Sex mit Angst vor Sterben gleichgesetzt war in der Phase. Also das war das Erste, was meine Eltern gesagt haben, du wirst an AIDS sterben. Das war das, was man auf Plakaten gesehen hat, schütz dich, sonst kriegst du HIV. Plus, dass halt viele Menschen einfach gestorben sind. Und jetzt hat sich das geändert, jetzt gibt es auf einmal ganz viele Optionen. Also ich arbeite jetzt, glaube ich, so 15 Jahre in AIDS-Hilfe zusammenhängen. Und vor 10 Jahren wurde klar, dass es schützliche Therapie gibt. Und dass die Menschen, die positiv sind, jetzt sagen konnten, okay, man kann mit mir Sex haben, ohne dass wir ein Kondom benutzen und ich bin nicht infektiös, ist doch ist ein Quantensprung gewesen in der Prävention. Und das ist aber nach so vielen Jahren der Kondomisierung, wie ich das immer nenne, ist es total schwierig, so in den Kopf zu kriegen, diese Hürde auch, weil da spielen auch ganz viele irrationale Ängste mit. Im Kopf ist das klar, wissenschaftlich, kognitiv ist das alles klar. Und es ist tatsächlich aber eine emotionale Ebene, dass ich 25 Jahre unterwegs war und mich mit Kondomen geschützt habe und HIV war immer da und hoffentlich klappt das, hoffentlich funktioniert das. Und auch wenn das komisch klingt, dieses Ritual nicht mehr zu machen, diesen bewussten Schutz drüber zu ziehen, sondern jetzt etwas zu machen, was eigentlich verboten ist. Nämlich, und das beschreibe ich deswegen extra mal so deutlich, einzudringen ohne einen Schutz, obwohl der Schutz da ist, ist für viele schwule Männer schwierig. In den letzten Jahren ist alles anders geworden. HIV ist bei moderner Therapie nicht mal mehr übertragbar. Dafür sind andere Krankheiten, die es fast nicht mehr gab, wieder weit verbreitet. Aber weder Panik noch Entwarnung helfen, sondern eine realistische Einschätzung, wie hoch das ganz persönliche Risiko ist. Zurück in Bochum im Zentrum für sexuelle Gesundheit. Jetzt sind Sie im Test drin. Jetzt also den Risikotest kann ich bei Ihnen auf der Seite machen. Genau. Okay. Hattest du bereits sexuellen Kontakt, oral, vaginal, anal? Nein. Wie viele Sexualpartner hast du in einem Jahr? Also das sind ja jetzt, die Kategorien, die da ja angesetzt wurden, waren ja relativ gering. Also 1, 2 oder mehr als 3. Nach unseren Daten steigt ab 3 das Risiko für eine sexuell übertragbare Infektion. Also so, dass es sich dann in Anführungsstrichen lohnt, sich testen zu lassen. Ab mehr als 3 Sexualpartnern. Alles klar. Wer einen STI-Test machen will, kann zum Arzt gehen, zur AIDS-Hilfe oder zum Gesundheitsamt. In diesem Zentrum hier nimmt man die Urinprobe oder den Abstrich dafür sogar selbst. Und ohne Test geht es einfach nicht mehr. Denn auf Symptome wie Brennen oder Jucken kann man sich eben nicht verlassen. Sicherlich auch ein Grund dafür, warum viele STIs unentdeckt bleiben und sich dadurch auch so gut vermehren. Kriegt man das denn nochmal irgendwie unter Kontrolle? Ja, klar kriegt man das unter Kontrolle. Und was ganz entscheidend ist, wir müssen die Menschen aufklären, wir müssen die Menschen stärken. Das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt. Auch mal zu sagen, nee, ich sehe das Risiko, wenn ich kein Kondom nehme. Also lasse ich mich nach 14 Tagen, 3 Wochen untersuchen. Das Ziel muss sein,
Menschen zu erreichen und mit dadurch dann Infektionsketten zu kappen. Das ist der Weg und dann kriegen wir es runter. Und ein Bewusstsein zu schaffen, Sex ist schön, aber vielleicht geht es auch ohne Infektion. Wie aufgeklärt seid ihr, wenn es um das Thema sexuell übertragbare Infektionen geht? Fühlt ihr euch da ausreichend informiert oder fehlt da eigentlich noch ein bisschen was? Lasst uns das gerne mal in den Kommentaren besprechen. Wenn ihr noch Fragen habt, kann ich auch gerne noch mal die Leute aus dem Film anfragen. Und am Dienstag gibt es dann wie immer ein Q&A von mir zu meinem Film.